Eigentlich kann man aktuelles Thema, also das Thema aus heutigem Video, auch auf Firmen erweitern. Ich will aber heute spezifisch über Informationsquellen sprechen. Als ich mit einer Person darüber gesprochen habe, bin ich auf die Idee fürs Video gekommen. Und die Frage ist, sind die unabhängigen und gemeinnützigen Informationsquellen besser als Mainstream-Informationsquellen? Also die allgemeine Hauptrichtung, in welche aktuell Informationen so gehen. Sind die besser, schlechter, gleich? Was ist so die Sache? Zumindest meine Meinung dazu. Lass uns anfangen. Aber natürlich, bevor wir anfangen, muss ich dir sagen, dass es die Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Ich mache 2 Videos pro Woche, montags und donnerstags. Wenn dir dieses Video gefallen wird, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Lass uns anfangen. Einfach um es klar zu machen. Unabhängige Quellen, Informationsquellen sind meiner Meinung nach Quellen, die von großen Firmen unabhängig sind, von großen Menschen, die Informationen beeinflussen, unabhängig sind. Im Prinzip, wenn du nicht zum Mainstream gehörst, dann gehörst du höchstwahrscheinlich zu den unabhängigen Informationsquellen. Und öfter sind die unabhängigen Informationsquellen eine Person oder eine Gruppe der Menschen, die bestimmtes Wissen über bestimmte Bereiche besitzen. Normalerweise sind das schon Spezialisten in dem Umfeld oder sind das professionelle Journalisten, die Informationen sammeln. Gemeinnützige Informationsquellen sind die Informationsquellen, die kein direkten Einkommen aus Produktion der Informationen beziehen. Sie leben normalerweise von etwas anderem, sei es Produktion von irgendwelcher Produkt oder sei es Investoren oder sei es Spenden, aber nicht von der Produktion der Informationen selbst. Es gibt diese Meinung, dass unabhängige und/oder gemeinnützige Informationsquellen besser sind als die Mainstream-Informationsquellen. Und zu Mainstream-Informationsquellen gehören Fernseher, Radio, halt große Firmen wie Google, also Internet. Und im Großen und Ganzen ja als nein. Man soll aber schon ein bisschen vorsichtig sein. Wir fangen aber damit an, Mainstream-Informationsquellen haben sich ziemlich schlecht dargestellt in den letzten Jahren, also in den letzten Jahrzehnten im Prinzip. Die ganze Reputation, welche Mainstream-Informationsquellen aufgebaut haben, haben sie im Prinzip so genommen und weggeschmissen, weil sie so stark von verschiedenen Menschen mit Macht beeinflusst sind, sei es Menschen mit Macht, Menschen mit Geld oder egal was. Aber es gibt kaum Mainstream-Informationsquellen, die komplett unabhängig sind von irgendwelchen Menschen, die Einfluss auf große Sachen haben. Also sei es politische Parteien oder sei es irgendwelche große Firmen, die einen Einfluss auf Politik haben. Am Ende des Tages hat einiges schon mit Politik zu tun. Und diese Abhängigkeiten führen dazu, dass sehr viele von diesen Informationsquellen sehr, sehr, sehr subjektiv sind und sind so halt richtig. Ich bin auf dieses Thema konzentriert. Ich sage nichts weiteres. Rechts, links, verboten. Genau deswegen neigen immer mehr Menschen dazu, nach unabhängigen Quellen zu suchen, nach gemeinnützigen Quellen zu suchen, nach den Informationen zu suchen, die zumindest wahrscheinlicher wahr sind als die Informationen aus Mainstream-Informationsquellen. Man soll aber sagen, und das will ich betonen, unabhängige und gemeinnützige Informationsquellen sind nicht ideal. Die sind nicht perfekt, die sind nicht komplett eigentlich unabhängig. Auch wenn es unabhängig heißt, bedeutet es nicht, dass es unabhängig ist. 2 Gründe dazu. Grund Nummer 1, die beiden Arten von Informationsquellen sind trotzdem höchstwahrscheinlich subjektiv. Auch wenn sie unabhängig von großer Spielern sind, wenn man das so nennen kann, sind sie nicht komplett unabhängig von anderen Menschen insgesamt. Andere Menschen können Investoren oder Spender sein, zum Beispiel. Und da kann man vielleicht nicht immer, nicht jede Information halt
reinschmeißen, weil die Menschen dann nicht mehr spenden werden oder nicht mehr investieren werden. Und öfter bei solchen Organisationen gibt es nicht so viele Menschen. Und je weniger Menschen man hat, je weniger Spezialisten man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas übersieht, dass man etwas falsch versteht, dass man bestimmte Informationen mit bestimmten Brillen anguckt und dann sie subjektiv wahrnimmt und sie nicht so objektiv wahrnimmt, wie man das machen könnte und oder sollte. Je mehr Menschen man normalerweise hat, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Sie ist nie null, aber sie ist zumindest niedriger. Aber wie gesagt, öfter bei unabhängigen Quellen und gemeinnützigen Quellen gibt es einfach nicht genug menschliche Ressourcen, um das zu machen. Es gibt manchmal sogar Quellen, die nur aus einer Person bestehen. Und ja, eine Person, es ist fast unmöglich für eine Person komplett objektiv zu sein. Den zweiten Grund habe ich schon ein bisschen angefasst und alle Menschen müssen am Ende des Tages Geld verdienen. Und es ist komplett egal, ob sie das Geld von dir verdienen oder ob sie das Geld von Werbung verdienen, von zum Beispiel Google Ads, so das, was man auf der Seite sieht, oder ob sie das Geld von Investoren und oder Spender verdienen. Das Geld muss irgendwie rein, sonst haben Menschen nichts zum Essen. Dann ist die Frage, was wollen die Menschen eigentlich dafür, dass du was zu essen hast? Wollen sie qualitative, objektive Informationen? Dann ist ja das höchstwahrscheinlich eher gut. Wollen sie Fachinformationen in bestimmten Bereichen? Dann ist das auch höchstwahrscheinlich gut. Oder wollen sie genau spezifische Informationen hören und einfach eine extra Quelle für diese spezifische Information haben? Dann ist eine riesige Frage, ob diese Information wahr oder nicht wahr ist oder ob die Information falsch ist. Und da kann so dieses Gedanke einschleichen, so die Menschen können eigentlich andere Menschen für Informationen bezahlen oder für schöne Darstellung der Information bezahlen. Versteht mich nicht falsch. Insgesamt ist es komplett normal, dass alle Menschen durch andere Menschen Geld verdienen. Sei es auf direkten Weg oder sei es auf einen indirekten Weg. Aber am Ende des Tages, wir verdienen alle irgendwie Geld, wir wollen alle irgendwie essen. Und dementsprechend ist es normal, dass zum Beispiel diese unabhängige Informationsquelle irgendwie Geld aus dir raussaugt oder halt aus Investoren raussaugt, damit sie weiter ihr Ding durchziehen können. Die Tatsache, dass sie das Geld durch dich verdienen, macht die Information nicht schlechter. So, es muss zumindest nicht sein. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Am Ende des Tages, so gut wie alles, was du genießt, verdient durch dich Geld. Aber das macht das nicht schlecht. Zum Beispiel, wenn du Computerspiele spielst, die Computerspiele musst du auch kaufen. Oder Computer musst du kaufen. Oder wenn du Handy besitzt, also auch wenn dir das sehr gefällt, Handy musst du kaufen. Was bedeutet, die verdienen Geld durch dich. Das bedeutet aber nicht, dass Computerspiel schlecht ist oder nicht qualitativ gut ist oder dass das Handy schlecht ist. Das gleiche mit der Information. Es kann sein, dass Computerspiel schlecht ist. Und du hast einfach zu viel dafür bezahlt. Aber es kann sein, dass es gut ist. Komplett gleich ist das mit der Information. Am Ende will ich sagen, bitte, 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 bitte prüft eure Informationen. Wie ich das immer sage, bei egal welcher Informationsquelle, bitte überprüft es. Überprüft die Information, überprüft, dass die Information wahr ist oder dass sie zumindest wahrscheinlich wahr ist. Wir wissen doch alle, objektive Wahrheit existiert höchstwahrscheinlich nicht. Aber wenn man sich an eine Person wendet, weil diese Person früher bei Die Zeit Artikeln geschrieben hat und dann wurde sie aus Die Zeit rausgeschmissen und dann ist das jetzt ein unabhängiger Journalist, und du wendest dich an diese Person nur für die Information, dann steigt die Wahrscheinlichkeit davon, dass du irgendwann verarscht wirst, doch halt exponentiell. Früher oder später ist es wahrscheinlich. So, prüfen, immer prüfen. Auch wenn diese Person bestqualifiziert aussieht und so aussieht, als ob sie in keinem anlügen wird und sie scheint keine Gründe zu haben, bitte besser prüfen. Alles, was ich dir
vorschlagen und oder empfehlen kann. Das war's, ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn es der Fall ist, bitte drück den Like-Button, ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Ja, wir sehen uns am Donnerstag, schöne Woche dir!